In meinem letzten Video über Polkamon habe ich euch versprochen, ein Update-Video dazu zu machen, so kurz vor dem Release. Außerdem wollte ich euch zeigen, ob was aus meinem Ei geschlüpft ist, und wie ihr sehen könnt, ist leider nichts geschlüpft. Wenn es bei euch genauso aussieht, habt ihr trotzdem in den nächsten Tagen die Gelegenheit, da noch ein bisschen was abzustauben, denn solche Babydrachen sind verdammt viel wert. Wenn wir mal auf OpenSea wechseln, dort werden nämlich die ersten Babydrachen angeboten, und dann könnt ihr die hier sehen. Aha. Ganz schön viele. Und wenn wir mal so die teureren hier angucken, und dann könnt ihr mal sehen, für was für einen Preis sie weggehen. Leute, NFTs im Jahr 2021. Boah. Also das macht einen echt stinkreich mit sowas. Krass. Also richtig krass. Von daher, die Glücklichen, die einen Babydrachen ergattern konnten, die sollten hier auf OpenSea ihr Glück versuchen, das irgendwie an den Mann zu bringen. Denn die steigen ja nochmal im Wert. Je erfolgreicher die Polkamon, dieses Polkamon-Projekt sein wird. Von daher hier auf jeden Fall eine Empfehlung. Und da kommen immer mehr Babydrachen rein, wie ihr seht. Wenn ihr an sowas generell interessiert seid und solche kaufen wollen würdet, dann guckt lieber mal bei denen, die das jetzt günstiger anbieten. Ja? Im Prinzip sind das ja dieselben. Kauft nicht diese ganz teuren Sachen. Okay, wenn ich weiß, was Polkamon ist, das sind diese NFT-Kreaturen. Und die sehen dann ungefähr so aus in verschiedenen Formen. Die werden dann immer wieder released und die steigen dann an Wert und dann kann man die quasi teurer verkaufen. Finde ich sehr interessant, aber ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Da könnt ihr nochmal reingucken. Hier soll es jetzt um den Release gehen, wenn wir uns hier auf Telegram mal Polkamon angucken. Ihr seht, das sind knapp 35.000 Mitglieder. Das ist eine ordentliche Kaufkraft. Da kann ich mir vorstellen, dass das Projekt am Anfang ordentlich Schub bekommt. Und wie solltet ihr am besten vorgehen? Ihr kopiert euch hier die Tokenadresse, ganz wichtig. Nehmt das von der Originalseite. Dann wechselt ihr auf Uniswap. Dann einfach hier die Tokenadresse eingeben. Dann hinzufügen. Das habe ich jetzt alles schon gemacht. Dann sieht das hier so aus, ist es auch das Icon da. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel USDC auswählen, könnt hier 1 eingeben und dann wird euch immer hier der aktuelle Preis von Polkamon angezeigt. Somit wisst ihr immer, wo ihr am besten einsteigen solltet. Hier solltet ihr immer darauf achten. Bei meinem letzten Wochenbericht habe ich auch den richtigen Einstiegspunkt für die neuen Projekte erklärt. Dort bin ich darauf eingegangen, dass es bei solchen Projekten, die auch wirklich gehypt sind, da steigt Parabol an, die Leute kaufen, 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 aber dann findet ein starker Abverkauf statt von den Leuten, die im IDO, die am IDO teilgenommen haben auf Polkastarter. Da sind die meisten meiner Follower, die haben jetzt weder Polkastarter noch haben die ein Whitelisting und nur so kommst du halt in die ganze Sache rein. Selbst das ist dann auch Glücksspiel, weil man da eben schnell sein muss. Von daher werden die meisten Leute auf Uniswap einkaufen und wie gesagt, der Preis steigt, dann fällt er sehr rapide ab. Meistens macht er nach dem IDO ein 10 bis 12 Mal, dann geht er auf die Hälfte runter und bei einem circa 5 Mal, da würde ich euch dann empfehlen, zuzuschlagen. Solche NFT-Projekte sind ja wahnsinnig gehypt, weswegen ich mir vorstellen kann, dass sich der Zuwachs da auf jeden Fall fortführen wird. Das ist jetzt kein finanzieller Rat, das ist einfach nur meine eigene Einschätzung anhand des NFT-Hypes. Und da solltet ihr dann bei der Hälfte zuschlagen, dann denke ich mal, seid ihr schon ganz gut mit dabei. Oder ihr wartet einfach, bis der Preis sich eingependelt hat. Und dann denke ich mal, werdet ihr immer noch einen guten Preis finden. Sowas ist immer eine Langzeitgeschichte, also investiert, kauft eure Polkamon, verkauft sie wieder teurer. Schaut mal, spielt damit ein bisschen rum, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Okay, wenn ihr generell bei solchen Projekten immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann würde ich euch empfehlen, mein Patreon zu werden. Dann bekommt ihr auch immer die neuesten Informationen in einem Wochenbericht serviert. Da bekommt ihr die kommenden Tokenstarts, wo am meisten das Geld zu holen ist. Ihr seid nämlich von Anfang an mit dabei. Ihr habt die Trending Coin Analysen, Top-Nachrichten und bevorstehende Ereignisse, die ihr im Auge behalten sollt, dann seid ihr immer up-to-date und früh dabei, genau bei solchen Projekten, wo es eben dann darauf ankommt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ganz viel Glück.
Hoffentlich gelingt es. Ah, genau, kurz bevor ich jetzt aufhöre, ein kleiner Tipp noch: stellt die Slippage Tolerance auf ca. 20 bis 40 ein. Das müsst ihr dann eben einfach einschätzen, wie stark gehypt ist das Projekt. Denn die Slippage Tolerance sagt, wenn sich der Preis eben ändert und ihr habt es hier nur auf 0,1% gestellt, dann wird eure Transaktion fehlschlagen und dann habt ihr vielleicht einen sehr guten Einstiegspunkt verpasst. Und bei solchen gehypten Projekten, vor allem am Anfang, ist die Preisschwankung sehr hoch, weshalb sich der Preis ganz schnell nach oben korrigieren kann, wenn da jemand groß einkauft. Und schon ist eure Transaktion fehlgeschlagen und ihr habt einen blöden und ihr habt einen guten Einstiegspunkt verpasst. Von daher hier einfach auf 20 bis 49% einstellen. Wenn ihr da auf jeden Fall in dieses Projekt reinkommen wollt, dann seid ihr da gut bedient. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Pokémon könnte interessant sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.